Wir schreiben den 3. Oktober 2024 und hier habe ich meine allererste japanische Dampflokomotive, die C5631. Da schauen wir uns hier mal die Steuerung an. Man kann auch hier über eine Treppe in den Führerstand gucken. Da schauen wir jetzt auch mal kurz noch hinein. Ja, hier hat früher der Lokomotivführer und sein Heizer gesessen. Feuertür. Die erste Begegnung mit einer original japanischen Dampflokomotive.